Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C++-Tutorial von mir. In diesem Video möchte ich noch einmal auf die Datentypen zu sprechen kommen. Ich hatte euch ja in einem meiner vorangegangenen Videos das Schlüsselwort sizeOf vorgestellt. Mit sizeOf könnt ihr unter anderem, also man muss hier sagen unter anderem, ermitteln, wie viel Speicherplatz ein bestimmter Datentyp auf eurem Rechner einnimmt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, dieses betreffende Tutorial euch aus meiner Playlist herauszusuchen und es euch noch einmal anzusehen. Aber diesmal geht es mir hier um die Bereichsgrenzen. Also, welches ist der größte Wert, den man in einer Integer-Variable abspeichern kann oder eben der kleinste Wert? Oder innerhalb welcher Grenzen bewegen sich die Werte für Variablen des Datentyps Double? Ne? Also um diese Fragen geht es hier und wie ihr eben diese Bereichsgrenzen für die Datentypen ermitteln könnt, das zeige ich euch im Verlauf dieses Tutorials. Okay, legen wir los. Ich binde als erstes die Header-Datei Limits ein. Hier und dann Limits, dann haben wir sie. In dieser Header-Datei sind all die nützlichen Spielsachen enthalten, die wir hier brauchen. Und dann legen wir mal los mit dem Datentyp Short. So, und am Ende füge ich auch eine neue Zeile hinzu. Und wenn ich jetzt hier den kleinsten Wert ermitteln möchte, mache ich das wie folgt. Numeric Limits, das binde ich hier ein und in den eckigen Klammern Short 2-mal so ein Doppelpunkt und hier haben wir Min. Das Ganze kann ich hier noch einmal kopieren, denn wir wollen auch noch den maximalen Wert des Datentyps Short ermitteln. Und dann muss ich eben hier Numeric Limits abändern, aus Min eben Max machen. So. Und dann lass uns mal schauen, was wir hier haben. Command plus R bringt das Programm wieder in die Gänge. Und dann haben wir hier auch die Bereichsgrenzen für den Datentyp Short. Und also einer Short-Variablen können Werte im Bereich minus 32.768 bis plus 32.767 zugeordnet werden. Und ja, jetzt gibt es allerdings nicht nur Short, sondern auch Unsigned Short. Erst einmal eine neue Zeile wieder, damit die Ausgabe auch entsprechend ansehnlich wird. Jetzt kopiere ich mir mal den ganzen Block. Und so können wir uns in Minimalismus üben, was den Arbeitseinsatz betrifft. So, Bereichsgrenzen für den Datentyp Unsigned Short.
und hier auch noch einmal. So. Da haben wir es. Ne? Unsigned Short heißt ja eben ohne Vorzeichen. Und ja, da ist das Minimum ja logischerweise 0. Und dann geht es eben hier bei Short bis 65.535. So, prima. Das haben wir für Short herausgefunden. Das können wir jetzt hier auch für die anderen Datentypen machen. Und um Zeit zu sparen, kopiere ich mir hier die beiden Blöcke und dann können wir uns Integer widmen. Integer. Int. Hier nochmal Int. Und das gleiche auch für unsigned Int. So, und bevor ich das jetzt noch ausgebe und wir Zeit verlieren, mache ich auch noch Folgendes, nämlich long hier eintippen. Na. Nochmal unsigned long. Gucken, was wir so als Zwischenergebnis hier haben. So, und dann seht ihr das hier auf einem MacBook Pro. Also wie gesagt, diese Bereichsgrenzen können schon unterschiedlich sein von Rechner zu Rechner. Und auf einem MacBook Pro sind sie eben wie folgt hier. Das könnt ihr hier auch ablesen. Schrift kann ich ein bisschen vergrößern. Jo. So. Ja, dann haben wir hier Integer. Bereichsgrenzen für den Datentyp Integer. Und für Long und dann für Unsigned Long. Das sieht ganz gut aus. Was ich auch noch mal machen möchte, ist eben die Bereichsgrenzen für Float und Double hier ausgeben. Float und haben wir hier unsigned float, das ist ja, das brauchen wir ja nicht, das ist ja Quatsch. Und zwar, was wir brauchen, ist natürlich Double. Hier auch nochmal Maximalwert für Double. Na, so. Und wir können auch Long Double verwenden. Diesen Datentyp gibt es nämlich auch. Na, Long Double. So, Command plus R. Und schon wird das Programm ausgeführt wieder. Ja, hier haben wir eben die entsprechenden Bereichsgrenzen angezeigt. Bei Short geht es los. Und ja, bis Float
Na, Unsigned Double ist ja Quatsch. Ne? Double. So, nochmal. So. Und dieses E plus 4932 oder hier dieses E plus 308. Das ist eine wissenschaftliche Notation und steht für 10 hoch. Also E plus 308 sind nichts anderes als hier dieses 1.79 und so weiter mal 10 hoch 308. Und hier bei Long Double entsprechend 1.18 und so weiter mal 10 hoch 4932. Also ihr seht ja hier, dass ihr mit Long Double hier richtig astronomische Werte abspeichern könnt. Und ja, ähnliches gilt auch für Double. Also wir verwenden häufig Double und Float-Werte. Was ich hier noch nicht habe, ist Long Long. Diesen Datentypen gibt es nämlich auch. Und den will ich euch nicht vorenthalten. Schauen wir mal. Kopieren hier und dann können wir es ja nochmal hier einfügen. So. Bereichsgrenzen für den Datentypen Long Long. Und hier nochmal für die Unsigned-Variante. So. Schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Unsigned, ja, long, long. Und so. Ja, Copy und Paste erleichtert zwar die Arbeit oder erspart Arbeit und ist dafür aber schon fehleranfällig. Also so, jetzt haben wir Long Long hier. Also ihr seht ja hier, dass ich auf einem MacBook Pro, das ist hier die Version 2016, die ich hier habe, auf der ich hier programmiere, dass ich hier also keinen Unterschied, ja, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Long und Long Long Variablen. Also wie gesagt, das kann auf anderen Systemen anders sein und ja, aber dann haben wir das auch so rausbekommen. Ja, und das ist eigentlich hier das Thema des heutigen Tutorials gewesen oder dieses Tutorials gewesen. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch ja, weitergebracht hat, dass ich euch was beibringen konnte, auch in diesem Tutorial. Also es wird jetzt nicht so sein, dass ihr jetzt diese Bereichsgrenzen für euer tägliches Programmieren braucht. Ne? Ich habe es euch jetzt nur mal vorgestellt für den Fall, dass ihr eben irgendwas mit diesen Bereichsgrenzen machen wollt oder dass ihr eine entsprechende Aufgabe in der Schule oder in der Uni gestellt bekommt, die halt die Kenntnis oder die Ermittlung dieser Bereichsgrenzen erfordert. Aber jetzt wisst ihr auch, wie es geht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meinem Tutorial zu folgen. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch auf dem Laufenden bleiben könnt bei künftigen Uploads. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, Leute. Ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Bye, bye.